Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier genau vor dieser riesigen Yacht in der letzten Folge hier angekommen und ich muss jetzt überlegen, wie wir das machen. Hier, wir brauchen, warte mal, wir hatten doch hier irgendwo Speere gehabt. Vielleicht hier. Das wird nicht reichen. So, ich würde vielleicht den Bauchhammer hier lassen. So, die Seile können wir gerne verlieren. Das können wir gerne verlieren. Den Schrott würde ich aber gerne hier lassen, weil Schrott können wir immer gebrauchen wegen den Nägeln. Die Angel können wir hier lassen. Bogen würde ich vielleicht mitnehmen. So. Aber wir brauchen dann gleich, den wollten wir auch noch mitnehmen. Beziehungsweise, was habe ich jetzt? Ich habe die Axt ausgetauscht. So. Vielleicht zuerst die Bäume hier abholzen. Bevor Boris kommt. Die Planken können wir immer gebrauchen. Nur die Palmblätter nicht. Ja, die Axt ist hin. Und zum Glück hatten wir hier noch eine. Den können wir, glaube ich, nicht abholzen. Ich glaube, das war es dann auch. Dann würde ich vielleicht die Axt auf dem Schiff lassen. Aua, danke Boris. Oh, und vielleicht sogar noch was trinken, sehe ich gerade. So, dann lassen wir die Axt hier und die Schaufel auf. Bogen definitiv werden wir brauchen. Vielleicht hier unter Waffen nochmal. Oh, den können wir auch noch bauen. Kostet nur... Ja, komm, machen wir definitiv. Metallbarren hatten wir eh genug. Dann müssen wir eben noch was trinken und essen. Zum Glück haben wir die Kokosnuss. Die da können wir genug trinken auf jeden Fall. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Nee, doch nicht so genug, wie ich jetzt geglaubt habe. Wir haben aber noch ein paar Kokosnuss und noch ein paar Kartoffeln. Dann lasse ich die hier. Den lasse ich auch hier. Das essen wir auch noch. So, das lasse ich mal so liegen. Und dann vielleicht noch die hier zum Trinken. Und das Holz lasse ich auch mal vielleicht hier zur Not. Weil Holz können wir uns nicht leisten zu verlieren. So. Übrigens, die Musik, die ihr hört, ist von dem Spiel Stray. Davon habe ich auch noch ein Let's Play gemacht gehabt. Mal, vor einer Weile. Ist jetzt aber wirklich schon lange Zeit her. Da war das Spiel quasi vielleicht einen Monat draußen oder so. Was ist denn das? Mechanisches Teil aufnehmen. Können wir das für irgendwas gebrauchen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wichtig das Ding ist. Das ist eine Muschel. Eine Riesenmuschel. Habe ich auch keinen Plan, wofür wir das gebrauchen können. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir aufs Schiff? Und ich hoffe, Boris greift uns jetzt nicht sofort an. So. War er schon in der Nähe? Nope. Hier kommen wir hoch. Authorized Personnel Only. Okay, jetzt ist die Frage, was entdecken wir hier? Ich habe nur in Erinnerung gehabt, so vom Trailer und von dem Let's Play damals von Gronkh, dass hier Feinde sein sollten. Aber wohin genau und was wir wo machen müssen, keine Ahnung. Das habe ich jetzt auch erstmal einfach nur gemacht. Rod nehmen wir mit.
So, Hinweis aufnehmen. Captain, we're heading for one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew the city was a failure, Ruben. Why do you always have to be so stubborn? Benutze eine Brechstange. Ah, und die haben wir. Geil. Ich wusste jetzt nicht, dass wir die hatten. Aua. Ah, okay. So funktioniert das. Rohes Fleisch? Boah, wir werden hier richtig was zu essen kriegen, wenn hier mehrere von denen gibt's. Ich hoffe nur, wir überleben das alles. Kiste aufnehmen. Oh, boah, wie geil. So, was ist denn das? Kunststoff? Brauchen wir nicht. Kunststoff. Kunststoff. So viel Kunststoff brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug Kunststoff gehabt. Aber Schrott da oben. Bolzenschneider haben wir nicht. Okay, wo kriegen wir einen Bolzenschneider her? Vielleicht ist er hier irgendwo. Vielleicht in der Kiste. Yo, ich glaube, wir werden hier öfters mal vielleicht sogar rausgehen müssen, um unser Inventar hier leer zu machen. Aber so viel Kunststoff brauchen wir nicht. Vor allem, ich finde jetzt hier passt die Musik von Stray sehr gut. Ein blauer Schlüssel. Okay, hier werden wir einiges entdecken müssen, finden müssen. Was sind hier? Hier kann ich einfach so rein. Die kann ich nicht aufmachen. Roter Schlüssel. Okay, jetzt haben wir einen roten Schlüssel. Aber keinen blauen. Wir bräuchten einen blauen Schlüssel. Was gibt's denn hier? Kein Bolzenschneider, aber Kunststoff und Schrott. Zumindest sehe ich jetzt gerade noch keinen Bolzenschneider. So, Schrott. Kunststoff. Ah, geil, jetzt hier Morrowind. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ihr das hören könnt, weil ich momentan ein paar neue Soundeinstellungen gemacht habe. Oh, noch ein mechanisches Teil. Alter, wie viel Schrott hier gibt's. Benötigt eine elektrische Leitung, einen Anzünder, einen Gastank, eine Kugel. Benötigt 5 mechanische Teile. Hier, Bolzenschneider und noch ein Hinweis. Einen Moment, ich muss das mal vielleicht ein bisschen leiser machen mit der Musik. So. Ich hoffe, das ist jetzt angenehmer, weil das ist doch schon ein bisschen laut gewesen. Ich hoffe, ihr konntet zumindest noch verstehen, was da gesagt wurde. Auch wenn es auf Englisch war, aber ihr Bolzenschneider. Ah, nice. Blauer Schlüssel und noch ein Hinweis. Crew doesn't listen to orders. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land. No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Ah, das kenne ich doch.
Aus der Endcard, die ich ja hierfür geschnitten habe. Von hier war das also. Kunststoff, nice. So, die Frage ist... Alter, ist das schön hier eigentlich. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wo müssen wir genau hin? Da waren wir. Von da kamen wir, also gehen wir mal da. Und werden wir gleich nochmal angegriffen? Das stelle ich mir auch als Frage. Da können wir nicht rein. So, hier gibt es auch nochmal Kunststoff. Achso, ich dachte, da wäre was. Hier haben wir noch einen Hinweis. Was bedeutet das? Du kannst nicht feuern, wir sind out at sea. Hanna, du wurdest gebracht, um die Engines zu halten. Das ist was du. Das ist einer dieser damn Rats. Was. What are you doing to it? Get out! Do your job. Oh, der Olaf, der kommt mir nicht gerade sympathisch vor. So, gibt's hier noch irgendwas? So. Hat der mich jetzt erschrocken? Aua, ich komme hier gerade nicht raus. Komm. Kann der nicht einfach drauf gehen? So. Steinpfeil nehmen wir mit. Für die Steinpfeile. Hier lag doch auch noch gerade irgendwo einer rum, da. So. Ah, den Steinpfeil kriege ich auch so wieder, okay. Verstellbarer Code. Den müssen wir auch erstmal finden. So, warte, wir snacken uns vielleicht mal die Wassermelone. Ach, den Speer habe ich auch noch gebaut. So, dann müssen wir erstmal darum. Hier können wir nicht rein. So, was haben wir hier? Schrott, Kunststoff, Kiste nehmen wir mit. Noch mechanisches Teil. Also nochmal Schrott, nochmal Schrott. Dann haben wir hier nochmal eine Kiste. Rezept haben wir, Barbecue, warte. Oh, Überreste, nice. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Hm, hört sich mal gut an. Das können wir wegschmeißen. Das können wir auch mal wegschmeißen. Rezept Barbecue, das behalten wir mal. So, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Dann müssen wir mal schauen, wo wir noch hin können. Von da kamen wir. So, dann fehlt uns noch hinten irgendwie was und nach oben. Hier ging es nach oben, aber wir gehen erstmal diese Etage ab. Harvey. Hier geht sogar nach draußen. Was haben wir hier? Kugeln und Hinweis. Noch ein mechanisches Teil. I promised them increased rations if they could bring me one of these ridiculous lurkers alive. Da geht's auch nach oben. Gibt's, da ist noch ein Teil. Wie viel haben wir jetzt von den mechanischen Teilen? Können wir das irgendwo sehen? So, hier glaube ich, sehe ich das gar nicht. Vielleicht hier drauf. So, 5 mechanische Teile, ein Aufnahmegerät und eine Kugel. Okay. Aber wir schauen erstmal um. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten. Boah, ich finde das aber echt geil hier auf dem Schiff. So,
Köpfchen. Und hier können wir ja auch nach oben. So, dann gehen wir mal lieber hier hoch. Weil hier haben wir auch erstmal mehr Licht. Da ist unser Schiff. Ist von der anderen Seite verschlossen, okay. So. Gibt's gleich hier oben was? Nö. Doch, hier, eine Kiste. Ah, geil, nochmal Planken und Schrott und ein Scharnier. Nice. Die Dinger brauchen wir nicht. Aber ich will da jetzt rein. Wie kommen wir da jetzt hin? Von der anderen Seite verschlossen. Und jetzt wird es auch nur dunkel. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich eher von... Gab es da hinten vielleicht auch noch eine Tür? Ne, hier gab es keine Tür. Das heißt, wir können nur von dieser Seite rein. Beziehungsweise nach oben. Wo war denn die Treppe? Hier geht es nach unten, also muss es da sein. Boah, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich sehe jetzt kaum was. Den habe ich noch gerade erkannt. Autsch. So, den haben wir erledigt. So, ich glaube, wir snacken uns noch mal ein paar Rüben. Und noch die Wassermelone. So. Ich sehe gerade echt gar nichts hier. Da ist ja noch eins. Aua. Von wo kommen die alle? Immerhin kriegen wir jetzt ordentlich Fleisch, aber ich sehe gar nichts gerade. Ah, jetzt können wir hier raus. Ne, hier. Ne, das ist ein anderer Bereich. Ah, ne, doch nicht. Wir können nur von innen aufmachen. Dann gehen wir mal wieder dahin. Vor allem von hier kann man alles schön sehen, aber jetzt, soweit wir drinnen sind, alles so stockdunkel. Boah, ich sehe gerade auf dem OBS-Bildschirm, kann ich mehr sehen als hier auf dem Bildschirm, wo ich spiele. So, jetzt haben wir hier auch offen. Ah, jetzt wird's heller. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Hier machen wir auch auf. Und noch eine Kiste, nice. Noch mehr Überreste. Und noch ein Maschinenteil. Mechanisches Teil. Jetzt haben wir 6. Ich habe keine Ahnung, was wir mit so vielen mechanischen Teilen machen sollen. 4-stelliger Code. Und noch ein Hinweis. Hier geht es sogar noch weiter hoch. Caravan Town? Okay. Wo ist denn der? Da. So, den haben wir erledigt. Nice. 5-mal Fleisch haben wir jetzt. So, den haben wir auch aufgehoben. Was ist denn das? Schlüsselkarte. Okay, jetzt ist die Frage, für welchen Bereich ist denn diese Schlüsselkarte? Und das weiß ich nicht. Wir hatten ja, glaube ich, 2 Bereiche, wo wir eine Schlüsselkarte brauchen. Einen Wagenheber brauchen wir hier. So, dann gehen wir mal hier rum.
Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es jetzt wieder hell werden würde. Dann können wir auch drinnen besser sehen. Oder zumindest ich. Denn ihr seht das definitiv auf OBS zumindest heller als ich. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann müssen wir wieder reingehen. Aber ich gucke trotzdem mal hier. So. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. So. Da ging es ja noch weiter hoch, aber wir machen erstmal hier die Türen auf. Ich höre hier wieder ein. Irgendwo. Wo waren die Kreatur? Ich habe die gehört. Vielleicht hier oben. Oh. Hier ist ja noch ein Bereich. Das ist ja interessant. Noch eine Kiste. Nice. Jo, wie viele Sachen haben wir jetzt? Ein grüner Schlüssel. Wo kriegen wir den jetzt her? Was geht hier noch weiter hoch? Benötigt eine Bombe. Eine Bombe für diese Tür? Ernsthaft jetzt? Okay, aber wir gehen mal erstmal wieder ganz runter. Wenn ich den Weg wieder finde. So, wo war denn die Treppe noch ganz unten? Hier war sie. Ah, da ist einer. Aua. Wo kommst du denn her? So. Ich sehe jetzt gar nichts. Ihr wahrscheinlich auch nichts. Ich sehe echt nichts, wo der Gegner jetzt sein soll. Bin ich hier oben sicher? Ich sehe den gar nicht, wirklich. Nichts erkenne ich. Vielleicht müsste ich mal die Helligkeit hier ein bisschen anpassen. Nee, Grafik, hier Helligkeit irgendwo. Gibt's hier nichts für Helligkeit? Schöne Wurst. Das heißt, wir werden gleich attackiert und können es nicht sehen. Hier ging es nach oben, dann müsste es hier der Weg nach unten sein. So, hier können wir besser sehen jetzt. Weil hier auch helle Wände sind. Nee, das ist das Badezimmer. Hier war ja nichts. So. War hier vielleicht was? Nee, hier war auch nichts. Wo hatten wir die Dinger gebraucht, die wir eingesammelt hatten? Da haben wir sie. Ich höre hier Gegner. Wo sind sie? Egal. Hier. Ein Wagenheber. Ah, nice. Ich höre die. Wo sind sie? Wo sind diese Monster? Ich glaube, die sind auch auf der Suche nach mir. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Ne, hier waren wir ja schon. Wir gehen erstmal hier nochmal hin. Weil könnte sein, dass hier auch noch irgendwo was war. Boah. Hat der mich jetzt erschrocken. Alter. Immerhin kriegen wir ordentlich was an Fleisch jetzt. Spinnen vielleicht? Ist hier vielleicht was drin? Hätte ja sein können, dass da was drin ist. Kann ich nicht? Okay. So, und hier jetzt der erste Raum, wo wir waren. Das Ding hatten wir.
So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder was trinken. Ich glaube, diese Suppe könnte uns vielleicht da helfen. Nope, ich hatte gehofft, die würde uns helfen. Dann haben wir aber gleich nichts mehr zu essen und zu trinken. Außer die, okay, zu essen hätten wir noch ein paar Rüben und ein paar Kartoffeln. Die Fleischdinger, die, also die Steaks, die lassen wir erstmal. So, jetzt können wir besser sehen. Ist auch wieder hell draußen. Aber irgendwo hatten wir ja den Tresor gehabt. Und wo sind die Monster? Ich höre die ganze Zeit, andauernd. Wo sind sie denn? Waren die hier? Sind die irgendwo zwischengebackt? Kann auch sein. Ich wüsste nur gern, wo die sind. Sind die hier vielleicht wieder irgendwie hergekommen? Wo ist denn der Tresor hin? Bin jetzt ernsthaft, wo ist der Tresor hin? Da! Aua! So, aus dir mache ich ein schönes Steak. Da haben wir den Tresor wieder. Und was kriegen wir da? Elektrische Leitung und noch ein Hinweis. It's urgent. There's mist now. We don't know how far the water's risen. The maps are useless. We need to... The crew are planning a mutiny, Captain. It is time to act. Mutiny? They're just trying to stay alive. Are you mad? I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. We will use the lurkers to our advantage. Okay, dieser Olaf, der kommt mir sehr unsympathisch rüber hier. Weil der irgendwie hier jedem Hinweis irgendwie die Leute auch verrät. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!